Hallöchen, ihr lieben Sahneschnittchen. Es geht weiter mit einer weiteren Folge Russian Fishing 4. Der Anfängerguide von Level 1 bis Level 12. Bis ihr zur Festung kommt. So heißt diese Playlist. Und ja, das machen wir hier schön brav zusammen. Ich habe gerade noch eine Laube geangelt, 63 Gramm. Und wie gesagt, wenn man halt so ein bisschen höher ist im Level, dann interessiert man sich gar nicht mehr so für diese kleinen Details, wie jetzt zum Beispiel, dass ein Laube tatsächlich 314 XP geben kann. Also das finde ich eigentlich schon richtig krass. Ne? So. In der letzten Folge habe ich eine kleinere Schnur genommen von der Tragfähigkeit. Bin auf 1,5 Kilo runter. Hat den Vorteil, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da auch, wenn ihr zum Beispiel mal an einem Turnier teilnehmt, auch Laube, Gründling oder so, dass ihr eine Trophy fangt, die ist höher, wenn ihr eine noch feinere Schnur nehmt. Das ist einfach Fakt. Das sagt meine Erfahrung und das wird euch auch, wenn euch auch viele andere von den alten Anglern sagen, dass es so ist. Und da lasse ich mir auch gar nicht reinreden, ne? Falls da irgendjemand gegenreden will. Das ist einfach so. Wir sind hier bei 17 cm, 1,5 Kilo Schnur. Hat halt, wie gesagt, den Nachteil, wenn ein größerer Fisch einsteigt, dann verliert er halt auch mal locker ein paar Haken. Das ist halt einfach so. Ja. Damit muss man leben. Aber ich wollte mit euch gleich noch was anderes testen. Ich weiß nicht, ob es noch geht. Früher war es mal so. Ich wollte mal gucken, ob wir vielleicht an ein paar Frösche rankommen. Ja, großer Nachteil. Wie gesagt, wenn man Fliegen angeln will, sehr unwahrscheinlich, dass ihr die zu kaufen kriegt, wenn ihr noch nicht an den höheren Gewässern reisen könnt. Das, das ist ein bisschen traurig. Da ist man halt, wie gesagt, so ein bisschen auf die Community angewiesen, dass man sowas mal geschickt bekommt. So, okay. Das war zu früh. Einmal probieren wir mal hier noch. Wie gesagt, die Laube ist von bisher ein bisschen tricky. Denn manchmal will die erst zweimal runtergehen, damit ihr die wirklich am Haken habt. Aber es kann auch sein, dass du beim ersten Mal, wenn ihr da nicht anzieht, weg ist. So, komm, einmal noch beißen hier. 10 Uhr haben wir es jetzt. Wie gesagt, Lauben und, also ich habe gesehen, dass sie angebissen hat hier gerade, ne? 364, geil. Lauben, Grunddinge und so, die beißen halt eher, also die beißen am Tage, nicht in der Nacht. In der Nacht könnt ihr halt zum Beispiel auf den Kaulbarsch gehen. Oder generell auf Kaulbarsch. So. Aber diese Stelle könnt ihr euch auf jeden Fall sehr gut merken, denn das wird euch auch im hohen Level noch verfolgen, wenn ihr mit Köderfisch angeln wollt, habe ich auch schon mal erwähnt gehabt. Gerade also als Beispiel, wenn man auf Weißlachs nachher gehen will, ne, dann holt man sich hier die Köderfische, wenn man kein Geld investieren will und die kaufen möchte. Braucht man eigentlich auch gar nicht. So. Das war wieder zu früh, war auch relativ spät. Ich packe sie jetzt mal kurz ein und wir latschen mal. Wie gesagt, Gewässer wurden halt viel überarbeitet. Deswegen muss ich halt immer sagen, ich teste das, ob es noch geht. Latsche mal an einer ganz anderen Stelle. Obwohl, ich finde, müsste das ja jetzt auch gehen. Ich kann das mal hier probieren. Also wenn ihr hier so ein bisschen Entengrütze und sowas seht, ja? Okay, das ist jetzt schon ein bisschen sehr weit vorn. Dann könnt ihr da mal reinwerfen, Entengrütze und dann hier so ein paar Seerosen. Könnt ihr halt mal ausprobieren, ob ihr da Frösche ranbekommt. Frösche, die können schon ganz schön abziehen. Das war jetzt nicht so weit. Das ist jetzt hier auch nur ein Test. Eigentlich wollte ich woanders hin. Aber das sieht hier
irgendwie so prädestiniert für Frosche aus. Da gibt es auch ein ganz gut, da kann man auch ganz gut am Waldsee angeln. Also früher war das so. Frösche. Und Fliege, ja, ist ein idealer Köder, ne? Die. Oh, das sieht nicht so gut aus. Einmal probieren wir mal noch. Und dann gehe ich an die Stelle, wo ich eigentlich hin will. Denn die Stelle, wo wir dann hingehen, da war, glaube ich, keine Strömung. Nee, 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 nee. So. Lass uns mal noch ein Stück weiterlaufen. Bin jetzt natürlich auch nochmal super auf Hecht und so gehen, ne? Hechtstöbel. Ich liebe, ne? Jerkbait auf Hecht. So, also wir gehen zurück ins Dorf hier. Könnt ihr auch noch mal kurz im Kaffee gucken? Sagt, die Aufträge verändern sich ja dann auch nach und nach mal, ne? Ja, immer noch Hase drin und so, ne? Frosch hätten wir. Wäre halt geil, wenn wir einen Frosch kriegen würden. Wäre halt auch noch mal ein Auftrag. So, wir laufen jetzt über die Brücke hier rüber. Über die Brücke. Wird die Freiheit wohl grenzenlos sein? Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Liebe nach und da verborgen und dann, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. So, nein, der Wittenbach hat hier nämlich nur einen Seitenarm. Einen Seitenarm. Und der Seitenarm ist still. Und jetzt packen wir hier mal die Angel nochmal rein. Und ihr seht, wir haben hier keine Strömung. Ja. Hier könnt ihr halt auch nochmal Laube, Frosch, Gründling testen. Ich würde hier auch ganz gerne nochmal die Spinnrute reinhalten gleich. Aber eine Bissgarantie gebe ich jetzt ja auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Es ist halt einfach auch schon eine Weile her. Also sehr, sehr lange her. Sehr viele Jahre. Gut, das war's untergegangen. Und wir haben ein Rotauge. Yay. Na, nehmen wir auch. Kein Problem. Das nehmen wir doch auch. Hauptsache EP, oder? Bock, 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 bock. Hört man im Hintergrund? Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Ich glaube, ich habe meinen Ton relativ leise hier. Wäre so schön, wenn wir hier wenigstens einen Frosch fangen könnten. Dass man das mal so ein bisschen sieht, wie die abgehen können. Ja, also manchmal denkt man echt, die sind auf Speed hier irgendwie. Los, come on. Give me a frog. Es könnte sogar sein, dass hier auch Giebel und Karausche geht. Und hätten wir jetzt Grundangeln, würde ich hier auch drei Grund, also noch zwei Grundangeln mit reinsetzen. Habe ich aber noch nicht. Fehlt uns auch noch eine ganze Menge Silber. Ah, es tuckert. Sehr schön. Und das ist wieder nur ein Rotauge. Wir können noch mal hier noch mal ein Stückchen. Mal hier rum. Hier haben wir ja auch noch mal eine Stelle, ne?
Ich stelle die mal hier kurz hin, ne? Wir lassen mal so einen Blick auf die Stippgute. Wie gesagt, Nachteil ist, wenn die jetzt weiß, kann halt sein, dass uns der Biss da flöten geht. Und ich werfe mal hier gleichzeitig nochmal die Spinninggute mit rein. Einfach nur mal zum Testen. Kann ja nicht schaden, ne? Und ich da jetzt schon wieder fast lieber wieder zurückgehen würde und eher so am Rand es reinwerfen wollen würde. Ja, mal weiter in die Richtung gehen. Ne? So, da haben wir auf jeden Fall ausgeschlitzt. Ah, genau, das ist auch nochmal so ein Thema mit den Haken. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Ja, gerade am Anfang ist die Hakenfrage halt auch nochmal sehr wichtig. So, naja, lassen wir jetzt mal den Köder da. Ich nehme mal ganz kurz das hier runter. Schauen uns mal hier die Kunstköder an. Wir haben ja noch nicht so viel. Ich hatte jetzt, glaube ich, den Dragonfly noch drauf. Und wir haben einen Sibiria drauf. Oh, so schlecht. Sieht jetzt aber auch nicht aus. Ist ein mittlerer. Sieh mal, ihr könnt an den Kunstködern auch die Haken tauschen. Kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, weil ich habe keine anderen Haken. Und hier, bei denen haben wir sogar einen Puschelhaken drauf, sehe ich. Das ist natürlich nice, ne? Wenn ihr einen Puschel mit dran habt. Das ist nochmal eine extra Lockwirkung und nachher am Belaya auch sehr, sehr interessant. Kam auch damals erst mit dem Belaya rein ins Spiel. Ich habe jetzt mal den anderen Köder nochmal drauf getan. Oh fuck, jetzt hatten wir ein bisschen an der Stippgute. Ich hoffe, es beißt nochmal. Fuckert noch. Juhu, zu früh. Zu früh, zu früh. Na, das, ich werfe mal ein bisschen weiter aus. Kann auch mal sein, wenn die Spinroute hier einfach so rumliegt, dass da auch mal was anbeißt. Selten, aber passiert. Alles ist möglich. Ja, wir müssen halt einfach das erstmal nehmen, was wir haben. Geht ja nicht anders. Oh, das war ein guter Biss gleich, ne? Zum Barsch. Nehmen wir auch. Gibt auch Punkte. Der ist gut gelandet hier. Ich glaube, es pokert an der Stippgute. Ja, scheiße. Schnell mal wieder umswitchen. Kriege ich nicht, ne? Ich weiß nicht, was das immer ist, warum das so lange spielt. Okay, wir müssen, weil ich da nicht einmal einen Fisch rausgekriegt habe, da wahrscheinlich hier ein bisschen länger warten. Das sind immer Verhaker hier. Das ist so ein bisschen. Das hängt hier ab und an. Das ist schon auf jeden Fall schon wieder ein bisschen scheiße. Und diesmal war mal zu spät. Die war richtig unten.
Ja, das hat der Nachteil, wenn man denn hier mit zwei Angeln hantiert, ne? Mal noch mal einen Barsch hier. Nehmen wir. Ja, aber auch solche Zeiten gibt es halt bei R4, wo halt einfach mal nichts passiert. Wir müssen die andere Hose noch im Auge behalten. Ah, jetzt sieht man den Scheiße. Da spielt aber was, glaube ich. Deswegen switche ich mal kurz um. Oder ich habe einen Augenfehler. Nee, nee. Das spielt was. Scheiß. Mach an. Wieder nicht raus. Was beißt denn da? Was ist denn da so komisch gerade? Ich meine, die Pose ist untergegangen, ne? Eigentlich jedes Mal. Sehr komisch. So, ich werfe jetzt nach da, dann sehe ich das ein bisschen besser. Es will nicht so, wie ich es will. Oh mein Gott. Den Köder mal gewechselt. Ach, das ist ein Frosch. Das war ein Frosch. Habt ihr gesehen, wie schnell der gezogen hat gerade? Das war ein Frosch gerade. Das erkennt man halt richtig gut. Die gehen so ab wie Schmitz' Katz, wie man so schön sagt. Schade. Ja, also, wie gesagt, man sollte sich gerade am Anfang wieder wirklich auf eine Angelroute konzentrieren. Sieht man ja jetzt ganz gut, ne? So, wir haben mal einen Biss auf der Spinningroute. Ist wieder ein Barsch. 19 plus Boni, 61 EP gerade bekommen.
Ja. Aber nochmal ein bisschen, wahrscheinlich wieder Barsch. Jo. Egal, nehmen wir. Ich wollte ein Frosch mit euch fangen. Ich gehe mal doch noch mal ganz kurz auf die andere Seite, damit ich da die linke Seite am Schilf noch mal ein bisschen mit Spinfischen abgrasen kann. So, packen wir mal kurz ein, dann nehmen wir die mal. Was dran? Nope. Dann latschen wir noch mal kurz rüber. So, nochmal hier rein. Gut, die liegt gleich vorne. Null absetzen. Und dann helfe ich nochmal in die Richtung. Ah, das schreit natürlich auch nach Verhaker hier, ne? Na? Was ist denn die Pose? Ich sehe die Pose gerade nicht. Ist die ganze Zeit was drin. Oh, schön. Genau das wollte ich euch zeigen. Und es hat halt funktioniert. Schaut mal, da gibt es 243 EP. Wir haben unseren aller ersten Frosch gefangen. Schön, oder? Schöner Grasfrosch. 117 Gramm. Nicer Scheiß. Cool. Schön. War eine gute Idee, nochmal zu wechseln. Also, Ziel erreicht. Können wir bei der Liste abhaken. Wir haben einen Grasfrosch. Und ich sehe es hier schon wieder tuckern. Der hat da auch richtig gehakt, ne? Da war es jetzt gar nicht ganz so schlimm. Und wir fangen nochmal eine Rotauge. Gut. Da. Ja, genau. Es ist wieder das eingetreten, was ich euch gesagt habe mit diesem Verhaker. Okay, aber ich wechsle hier trotzdem mal ganz kurz. Ah, habe ich zu viel rausgezogen. Da war auf jeden Fall was dran. Machen wir nochmal rein. Wir merken uns auch mal die Uhrzeit. Ich würde noch ein Stück weiter reingehen. So, also gegen 17, 18 Uhr haben wir den Frosch gefangen. Schau mal, dass wir den Verhaker lösen können. Ich ahne Schlimmes. Wir werden wahrscheinlich das Spinfischen in der Folge nicht weitermachen können. Ich will es auch nicht auslocken. Nü. Das ist halt das Risiko, ne? Wenn man halt hier und, also in den Kraut halt reingeht. Na gut, egal, lassen wir. Wir wollen nicht abschneiden. Wir lassen jetzt einfach das stehen und wenn wir ausloggen, dann haben wir die wieder automatisch in unserem Inventar. Wir haben übrigens auch noch eine zweite Route, habe ich gesehen. Wir könnten jetzt hier rein theoretisch. Ich stelle die mal nochmal hin. Ich weiß noch nicht, ob ich so viele Sachen noch dabei habe. Wir haben ja diese UdSSR-Bambusroute noch, ne? Die ist halt noch einfacher. Könnten wir aber auch mal testen. Packen wir uns mal hier auf die 3.
nehmen wir die mal an der Hand. Die hat natürlich noch nichts drauf. Da können wir ja dann mal hier die 3,1 Kilo setzen. Die hat eine Fähigkeit von, Tragfähigkeit von 3,8. Das ist okay. Ich habe auch noch mal eine ganz billige Pose. Und 16er Haken dran hier. Dann machen wir hier mal... Wir können ja immer Just for Fun Weißbrot testen. Achso, ja. Ich sehe die Pose nicht. Doch, die ist da. Okay, nee. Alles schicki. Ja, die... Moment, war die falsche Angel? Die hatten wir ja noch nicht draußen. So, jetzt gucke ich mal, wo ist die? Die ist bei 17 cm. Die können wir jetzt auch reinpacken. Und die sieht auch ein bisschen anders aus, weil die Pose schmaler ist, ne? Jetzt haben wir halt zwei draußen. Und mit Teig. Da ist es dann auch ganz gut, dass die Schnur hier wieder ein bisschen dicker ist, sage ich jetzt mal. Ich versuche hier mal mit der ein bisschen weiter rauszukommen. So, und jetzt macht es dann auch Sinn, mal Z zu drücken, weil ihr seht immer nur, dass dieses kleine Vorschaubild, wenn ihr die jeweilige Route halt auch in der Hand habt. Ja, schaut mal. Ich wusste doch, dass hier auch Karauschen waren und die sah richtig gut aus. So könnt ihr halt auch locker hier mit eurer Bambusroute zusätzlich angeln. Ich öffne mal nochmal die Map. Das ist halt, wie gesagt, dieser kleine Seitenarm hier. Wenn ihr über die Brücke hier rüber lauft, kommt ihr dann halt dahin, ne? So, komm, zum Abschluss hätten wir jetzt nochmal einen richtig schönen, geilen Biss, oder? Würde ich feiern? Go. Aber so ganz leicht wandert die Pose halt hier doch, ne? Ein bisschen Wind haben hier. Ja, eine Eins ist, glaube ich, sind zu dicht dran hier. Ich nehme mal die erste Route, da habe ich mir nicht gerade was gesehen. Da hat es ein bisschen getuckert. Ja, jetzt nicht mehr. Noch. What? Ist nicht euer Ernst. Also. Das finde ich ja jetzt schon wieder böse. Da ist die Pose so langsam rübergewandert und jetzt haben wir einen Verhaker. Egal, wir haben ja noch eine Route, ne? Ist ja nicht wie bei armen Leuten. Wir haben ja noch unsere Bambusroute. Kriegen wir natürlich keine Zusatz-EP, ne? Ah, das haben wir ja auch nur bei der Spin-Route gehabt. So, hier spielt wieder was so schön. Also, ich habe hier gerade Teig drin. Zieht ab und ist nochmal eine kleine Karausche. Nehmen wir. Jo, ihr Süßen, das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Es ist natürlich blöd, wenn man halt nichts fängt, wenn man euch das nicht zeigen kann. Aber wir haben jetzt auch so ein bisschen die negativen Sachen des Spiels gesehen, und zwar dieser Verhaker. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr hier so ein Kraut habt. Festung kommt das auch ganz oft vor. Das war jetzt natürlich richtig Pech, hatte ich auch noch nicht, dass eine Pose rübertreibt und sich dann verhakt, obwohl wir eigentlich einen Biss hatten, ne? Okay, naja. Immer mal wieder was Neues. Wir haben jetzt 20 Fische im Kescher. Schön durcheinander. Alan, Barsch, Stöbel, Grasfrosch. Grasfrosch? Rausche, Laube, Rotaugen. Sehr schön. Nice, nice. Also, bis zum nächsten Mal. Servus, bye bye.